Sie geben, meine verehrten Zuseher, ein Abendessen und haben dazu einen Steppenwolf eingeladen. So etwas kommt vor. Der Gast findet sich auch ein, was allerdings ein wenig ungewöhnlich ist. Steppenwölfe ziehen bekanntlich die Einsamkeit vor. Dieser Steppenwolf, mit bürgerlichem Namen heißt er übrigens Hermann Hesse, ist also ihrer Bitte gefolgt, will aber in der feinen Gesellschaft, wenn Sie mir das Bild gestatten, den Pelz nicht ganz abstreifen, will wenigstens noch ein klein wenig wilder Steppenwolf bleiben. Was machen Sie als Gastgeber? Nun, wenn Sie sich an Thomas Mann orientieren wollen, dann spitzen Sie die Lippen und sagen zu dem Steppenwolf mit vornehmer, leicht norddeutscher Dialektfärbung: Ich mache Sie darauf aufmerksam, in dieser Suppe sind entzückende Klößchen. Damit hat der Steppenwolf nicht gerechnet. Erst wenn er wieder in seiner kargen Ödnis ist, wird er sich über Sie mokieren, über Sie, den eitlen Großschriftsteller. Hinter vorgehaltener Pfote, versteht sich. Thomas Mann, meine Damen und Herren, war der Grand Seigneur der deutschen, in vieler Hinsicht auch der Weltliteratur des vergangenen Jahrhunderts. Damit zähle ich Ihnen nichts Neues. Keine Dichtergestalt, sehen wir einmal von den Weimarer Klassikern ab, ist von sich selber und von vielen, vielen anderen so genau untersucht, interpretiert, gewürdigt worden. Und nicht nur mit jedem Geburtstag oder Todestag vermehrt sich die Zahl der Deuter in akademischen Schriften und in Beiträgen für volkstümlichere Medien. Dem Schriftsteller, auch das kann man unumwunden sagen, waren die Huldigungen nicht unangenehm. Mit Kritik konnte er weniger gut umgehen. Große Künstler sind stets auch außergewöhnlich sensibel. Thomas Mann sah sich nicht ungern in die Nachfolge jenes großen Dichterkollegen gestellt, der knapp ein halbes Jahrhundert vor ihm verstorben war und vorgeführt hatte, wie man Gelehrsamkeit, Beobachtungsgabe und Sprachkunst miteinander verbinden kann. Gut. Er hatte keine Farbenlehre entwickelt wie Johann Wolfgang von Goethe oder über Naturphilosophie veröffentlicht. Doch er fühlte sich nicht wenig geschmeichelt, wenn ihm Mediziner nach Erscheinen des Romans Zauberberg höchste fachliche Kenntnisse, wenn ihm Komponisten nach Erscheinen des Dr. Faustus ein meisterliches Beherrschen der zeitgenössischen Kompositionstheorien attestierten. Goethe war für Thomas Mann der eine große Bezugspunkt in der Literatur, Friedrich Nietzsche der andere. Wenn Sie mir an dieser Stelle, verehrte Zuseher, eine intellektuelle Grobheit nachsehen, dann lassen Sie es mich so ausdrücken: Goethe stand für das Bewahren von kulturellen Werten in all ihren Widersprüchen, Nietzsche für das Ungezügelte, das verlockend Irrationale. Wenn Thomas Mann Goethe beschreibt, etwa in seinem Roman Lotte in Weimar, 1939 erschienen, dann finden wir in dem Text auch viel von Thomas Mann. Nennen wir es mit dem Meister das Leistungsethische. Und genauso offensichtlich und von der Forschung auch überdeutlich herausgearbeitet ist die Ähnlichkeit des wilden Komponisten Adrian Leverkühn im Roman Dr. Faustus mit dem von Thomas Mann anfangs, weiß Gott, nicht ohne Glühen verehrten Friedrich Nietzsche. Naturgemäß gehen derlei Vergleiche nie vollständig auf. Nietzsche musste nicht, wie der Komponist im Dr. Faustus, erst einen Pakt mit dem Teufel eingehen, um als Künstler auf sich aufmerksam zu machen. Jedenfalls finden wir davon nichts in seiner Biografie. Andererseits starb er an derselben Krankheit wie der Komponist im Dr. Faustus, an der Syphilis. Und Goethe, das wissen wir aus seiner Biografie, konnte auch im hohen Alter bisweilen so über Stränge schlagen, dass er damit einem Befürworter des Ungezügelten großen Respekt abverlangte. Unsere Eingangsszene, meine Damen und Herren, die Begegnung mit dem Steppenwolf, trug sich im Frühjahr 1929 zu. Wenige Monate bevor Thomas Mann von der Schwedischen Akademie der Nobelpreis für Literatur zuerkannt wurde. Die Begründung der Kommission hob insbesondere den Roman Buddenbrooks Verfall einer Familie hervor, jenes Werk, das 1901 erschienen war und seinen gerade damals 26-jährigen Autor schnell und nachhaltig berühmt machte. Buddenbrooks, ich fasse das hier kurz zusammen, ist die Geschichte von vier Generationen
einer Lübecker Kaufmannsfamilie, deren Aufstieg und Niedergang sich zwischen den 30ern und den späten 70er Jahren des 19. Jahrhunderts zuträgt. Es ist die Geschichte einer Familie und gleichzeitig eine Rekonstruktion des Auftauchens und des Verschwindens bürgerlicher Werte in der deutschen Gesellschaft. Der Ahnherr Johann Buddenbrock ist noch geprägt vom bildungsbürgerlichen Liberalismus. Die Welt der Geschäfte ist nur ein Teil seiner Welt. Sein Sohn und Erbe verkörpert bereits zwei neue Züge der Lebensführung. Strikte Orientierung am geschäftlichen Erfolg, verbrämt mit einer protestantisch frömmelnden Ideologie, die dem Kommerz ein strenges geistliches Häubchen aufsetzt. Dieser Johann setzt vier Kinder in die Welt, von denen nur eines, nämlich Thomas, das Zeug zum Kaufmann hat. Sein Bruder Christian versäuft, verspielt und verhurt sein Erbteil. Die eine Schwester stirbt bald nach ihrer Heirat. Die andere, Toni, geht gleich zwei unglückliche Ehen ein. Beide belasten das Familienvermögen nicht unerheblich. Die Zeichen des Verfalls sind bereits überdeutlich zu lesen. Doch Thomas Buddenbrock gelingt es für kurze Zeit, Firma und Familie zu einem neuen Ansehen zu führen. Er leistet sich sogar die Ehe mit einer Stadtfremden, einer wohlhabenden Holländerin, deren ungewöhnliche musikalische Begabung aber das Schicksal der Familie besiegelt. Ihr Sohn Hanno, der Stammhalter, hätte vielleicht sogar zum Künstler getaugt, doch er stirbt noch als Knabe an Typhus. Sie können, verehrte Zuseher, diesen Roman als Chiffre lesen, als Chiffre für die melancholische Gemütslage Ende des 19. Jahrhunderts. Sie können den Text auch nach biografischen Selbstanzeigen durchkämmen. Auch dabei werden Sie gleichsam widerstandslos fündig. Jawohl, wie Hanno Buddenbrock war auch Thomas Mann ein schlechter Schüler, wenn denn gute Schüler sich dadurch auszeichnen, dass sie das Klassenziel erreichen. Wie Hanno verliebte sich auch Thomas in einen Mitschüler und genauso unglücklich in eine Mitschülerin. Und. Tanten und Onkel boten dankbare Vorlagen, die unser Autor gerne und bis ins Pianissimo des kleinen Details nutzte. Auch diese Eigenart oder Ungezogenheit behielt er bis ins hohe Alter, bis ins Spätwerk bei. In Lübeck sind ihm deswegen heute noch verschiedene Personen gram. Wenn Sie aber keine germanistische Perspektive verfolgen, meine Damen und Herren, dann rate ich Ihnen, das Werk schlicht als Literatur zu nehmen. Als einen wunderbaren Beleg künstlerischer Virtuosität und ironischer Verfremdung. Und als einen Anlass zum Staunen, wie wenig der Roman in den mehr als 100 Jahren seit seinem ersten Erscheinen gealtert ist. Der nächste schriftstellerische Erfolg, der sich an dem der Buddenbrocks messen konnte, stellte sich erst 1924 mit der Veröffentlichung des Zauberbergs ein. Thomas Mann lebte inzwischen in München, bestens situiert. Seine Frau Katja, geborene Pringsheim, war die Tochter eines Multimillionärs. Sechs Kinder entstammten der Verbindung. Katja Mann hatte sich 1912 zum Auskurieren einer Lungenkrankheit nach Davos in ein Sanatorium begeben. Als ihr Mann sie dort in den Alpen besuchte, entstand der erste Entwurf jenes Zauberbergs. Dass dieser Roman aber erst so relativ spät fertiggestellt wurde, hing mit einem anderen sehr umfangreichen Buch zusammen, das Thomas Mann glaubte, dem Zauberberg vorausschicken zu müssen, um diesen Roman nicht mit zu vielen Reflexionen zu belasten. So entstanden die Betrachtungen eines Unpolitischen, eine wunderliche Zusammenfassung aller Gedanken, die Thomas Mann nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs durch den Kopf gingen. Wer verstehen will, wie viele heute uns absonderlich erscheinen die Ideen, einem bürgerlichen deutschen Patrioten in den Jahren nach 1914 durch den Kopf gehen konnten, dem seien diese Betrachtungen ans Herz gelegt. Empfindliche Bewunderer von Thomas Mann sollten sich diese sehr verquere Liebeserklärung an das Deutschtum eher versagen. Der Schriftsteller spielt das von der Seele, nicht von der Gesellschaft bestimmte deutsche Wesen gegen die zivilisierte Vernünftelei der Kulturen Frankreichs, Englands und der USA aus, preist die machtgeschützte Innerlichkeit Deutschlands gegen demokratische Reformen und verklärt, hier wird es ganz besonders ungustiös, den Krieg als die
Veredlung und Verfeinerung des Menschen. Es gibt schließlich, so schreibt er, Betttode so grässlich wie nur irgendein Feldtod. Das konnte der Dichter so sehen, wenn der einzige Einsatz, den er neben dieser Schrift leistete, im Zeichnen von Kriegsanleihen bestanden hatte. Das dürfte anders beurteilt haben, wer Opfer deutscher Giftgasangriffe oder jener ebenfalls von Thomas Mann rückhaltlos befürworteten uneingeschränkten U-Boot-Angriffe geworden war. Wer bedenkt, mit wie viel strategischem Geschick Thomas Mann seine Leser durch die so hochkomplexe Tetralogie Josef und seine Brüder oder den Roman Dr. Faustus leitet, den befällt Trübsinn angesichts des ungaren intellektuellen Kuddelmuddels, das die Betrachtungen eines Unpolitischen kennzeichnet. Andererseits, und Gott sei Dank gibt es ein andererseits, räumte Thomas Mann in den Jahren der Weimarer Republik und der zunehmenden Bedrohung durch die Nationalsozialisten und später auch im Exil viele der hurra-patriotischen und in der Tat unpolitischen Positionen jener Betrachtungen aus den Jahren 1915 bis 1918. Er wurde zunehmend zu einer ästhetischen und einer moralischen Instanz. Er repräsentierte jene kulturellen Werte, die das meist hässliche Tagesgeschehen transzendierten. Sein erlesener Lebensstil verkörperte den Erwählten. Für seine Kinder war er der Zauberer, für die Kulturnation Deutschland ein Aushängeschild. Selbst Hermann Hesse, selbst der knurrige Steppenwolf, musste bei allen Vorbehalten gerade gegenüber dem Zauberberg einräumen: oft dünn, dürr, trocken, aber er beherrscht den Kram. Es kann den Nazis nicht ganz leicht gefallen sein, dieses Prunkstück aus dem Kreis ihrer Umworbenen zu verbannen. Dennoch lag bereits im Juni 1933 ein Haftbefehl vor, der den Schriftsteller bei dessen Ergreifung ins Konzentrationslager Dachau befördert hätte. Gut, dass dieser den deutschen Boden nicht mehr betrat. Es dauerte aber 3,5 Jahre, bis Thomas Mann sich öffentlich zu dieser Verbannung bekannte. Andere Exilanten, Bert Brecht zum Beispiel, haben ihm das nie verziehen. Aber Bert Brecht war ohnehin kein Kollege, dessen Lob Thomas Mann gesucht hätte. Andere Flüchtlinge standen ihm näher und er half ihnen, oft großzügig. Die literarische Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verführung seiner deutschen Landsleute legte Thomas Mann in dem Roman Dr. Faustus nieder. Vordergründig geht es um die Biografie des Komponisten Adrian Leverkühn, die ein gewisser Serenus Zeitblom verfasst, bei dem es sich um niemand anders als um Thomas Mann selber handelt, naturgemäß literarisch verkleidet. Um seiner Musik, die er als uninspiriert empfindet, Feuer und Zauber zu verleihen, schließt dieser Leverkühn, wie weil ein Faust einen Pakt mit dem Bösen, dem Dämonischen, hat Erfolg und geht letztendlich daran zugrunde. Den Teufel, den Dämon, die Versuchung des Irrationalen können Sie, verehrte Zuseher, anspielungsreich mit dem Nationalsozialismus, was schlichter mit Adolf Hitler gleichsetzen. Die Parabel zielt auf das verführte Deutschland. Das Deutschland, fügen wir schnell hinzu, das sich begierig auch verführen ließ. Aber dieser Roman, und hier bleibt sich Thomas Mann treu, ist in allererster Linie Roman, nicht Demonstrationsobjekt für eine Idee. Thomas Mann war als Rollenspieler nicht weniger begabt als sein Hochstapler Felix Krull. Manche Rollen, ganz besonders die des Theoretikers untergehender Gesellschaften, lagen ihm nicht. Deswegen möchten wir die Betrachtungen eines Unpolitischen auch nur als Nebenrolle im Gedächtnis bewahren. Aber wo er glänzen konnte, glänzte er bis heute. Kühl und erlesen. Und wenn Ihnen, verehrte Zuseher, jemand entgegenhält, das röche doch alles nur nach bürgerlichem Bildungsroman, dann halten Sie es wie Oskar Maria Graf. Geben Sie dem Kerl einfach eins auf die Nase.